Marco hat gesagt, wir müssen auf die Schokoladenseite, muss ich stehen. Essen war scheiße, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Willkommen bei unserem Haus am See. Hier und dann geht's für uns heute Richtung... Hallo ihr Lieben, hallo. Wir wollen euch mal wieder mitnehmen auf Reisen, und zwar geht es in einer halben Stunde sogar schon tatsächlich für uns zum Flughafen, und zwar fahren wir nach Namibia. Wow. Ja, haben wir selber vor 14 Tagen noch nicht gewusst, dass wir heute hier stehen werden, also es war eine ganz spontane Idee, von daher wird es spannend. So, wir haben jetzt hier noch eine Stunde in Frankfurt Aufenthalt, sind aber auf jeden Fall mal ganz gespannt, weil wir haben tatsächlich einen Freiflug in der Premium Economy ergattert für den Flug nach Windhoek hin, und das erste Mal, dass wir mit unseren Meilen, die wir immer so fleißig sammeln, mal was anfangen konnten. Und ja, beziehungsweise das erste Mal, dass wir überhaupt Premium Economy fliegen. Von daher sind wir mal gespannt, ob das dann wirklich bequemer ist und ob wir dann morgen früh entspannt ankommen nach dem Flug. Also mal schauen. Weil selbst bei den vegetarischen Nudeln, also was eigentlich Käsesoße mit drei Nudeln drin war, gab es einen Salat mit Garnelen drauf. Das war irgendwie so ein bisschen semi-toll, aber ja, sonst haben wir gut gesessen, wir haben richtig gut geschlafen, und jetzt geht's weiter. Wir sind jetzt an unserer ersten Campsite hier angekommen, und Einreise war auch ganz easy, waren wir in einer Stunde, ich glaube am nächsten haben wir, also wahrscheinlich in 20 Minuten waren wir eingereist, und dann haben wir noch mal eine halbe Stunde aufs Gepäck gewartet, aber es ging auch richtig schnell, und dann haben wir unser kleines Vehikel oder beziehungsweise unser fahrendes Zuhause für die nächsten drei Wochen abgeholt. Mit dem Namen? Mufasa. Mufasa. Ja, wir müssen halt bei Afrika nicht an König der Löwen denken. Und... haben dann erstmal einen Großeinkauf gemacht. Also hat den spannenden Moment. Wo ist das Auto? Parkhaus mit dem Camper mit Dachzelt. Aber wir passen, glaube ich, rein. Ja. Marco ist auch voll begeistert gerade. Ist das Deutsches? Wir fangen hier an jeder Ecke. Auf jeden Fall ein Tipp, wenn ihr hier ankommt, selbst wenn ihr, wir sind morgens um 9 gelandet, fahrt nicht mehr so weit. Also wir sind jetzt nur noch eine Stunde gefahren. Man verschätzt sich sonst ganz locker. Man braucht echt viel Zeit, um alles einzukaufen und das auch zu verstauen. Dann sind wir hier zur Campsite gefahren. Da haben wir, glaube ich, das Auto irgendwie gefühlt 5-mal umgeräumt, um irgendwie uns zu überlegen, was so die beste Methode sein könnte in den nächsten Tagen, damit man halt irgendwie effizient an alles rankommt. Wenn wir den ultimativen Plan entwickelt haben, lassen wir euch das natürlich dran teilhaben. Ich glaube, es ist mal wieder der Klassiker. Wir sind gefühlt 10 Minuten hier und haben uns eigentlich schon wieder ins Land verliebt. Ach doch, ist schon schön. Weil es ist jetzt alles so richtig schön. Ja, das ist natürlich das Geile, wenn man in der Nebensaison so kurz nach der Regenzeit reist. Das ist gar nicht so, wie man es erwartet. Dieses staubig trocken, das ist richtig grün hier. Ja. Aber das werden wir euch auch in den nächsten Tagen noch ganz ausführlich zeigen. Thank you.
schönen guten Morgen. Ich versuche gerade Augentropfen zu machen, aber sitzt aber schön in der Sonne. Konnte nichts sehen. Ja, wir haben die erste Nacht in unserem Dachzelt verbracht. Wir haben hervorragend geschlafen. Wir mussten einmal nur nachts kurz aufstehen, in Anführungsstrichen, weil es ein bisschen anfing zu regnen und wir die Hütte noch ein bisschen zumachen mussten. Und wir dachten, jetzt wird es mal Zeit für eine kleine Roomtour. Von daher, willkommen bei unserem Haus am See. Das Schlafzimmer haben wir natürlich so gewählt, dass wir direkt auf diesen wunderschönen See schauen. Hier hinten finden Sie unsere Küche und unser Wohnzimmer, sogar mit eigenem Kamin. Was wahrscheinlich einige von euch interessiert, wie ist denn das so mit den sanitären Anlagen hier auf dem Campingplatz? Sagen wir nur, tada, unser privater Spa-Bereich. Hier haben wir nämlich einmal das Waschbecken, dann hier die Dusche. Und das stille Örtchen. Alles sauber, alles schön und wie gesagt, nur für uns, richtig cool. Von daher, bei uns geht es jetzt aber erstmal Zeit für ein Käffchen, oder? Hier und dann geht es für uns heute Richtung Sossusvlei. Ist richtig ausgesprochen? Ich glaube, der Frankie sagte Sossusvlei. Sossusvlei. Okay, also genau diese berühmte Dünenlandschaft. Genau, das ist soweit der Plan für heute. Jetzt gibt es erstmal Frühstück. Lecker, bisschen Obst, Joghurt, Haferflocken und... Ja, dann sehen wir euch auf der Fahrt wieder, würde ich sagen, oder? Hier geht jetzt dieses etwas Hochland, wo auf Windhoek liegt, so langsam über Richtung Namib. Also das, was hier dahinter uns ist, ist dann halt nachher diese Namib- und Naukluft-Wüstengegend. Ja, und es ist einfach so cool grün. Richtig cool. Also wir sind schon total begeistert und ja, freuen uns auf mehr. So, jetzt ist aber erstmal für uns Mittagspause angesagt. Campsite angekommen. Wir haben ungefähr, also wir haben gar nicht erzählt, wo wir sind, oder? Also wir sind heute von hier nach hier gefahren und haben wirklich schon die ersten Tiere gesehen und die Landschaft war einfach so cool und ja, also total schön und jetzt sind wir hier an der Campsite, die direkt 1 Kilometer vor diesem Sossusvlei Nationalpark ist. Man kann auch direkt im Nationalpark übernachten. Da hat man dann den Vorteil, dass man schon morgens bevor die Tore öffnen, eine Stunde vorher, halt reinfahren und kann. Wir müssen halt bis zum Sonnenaufgang warten, bis es öffnet. Allerdings sind die Campsites da bedeutend teurer. Das ist in jedem Nationalpark so. Die machen auch immer nur, also immer zum Sonnenaufgang erst auf, egal zu welcher Jahreszeit du da bist. Genau, also wir kommen dann da ein bisschen später rein, aber das war uns das jetzt echt nicht wert, diese eine Stunde. Ich sehe gerade da hinten. Oh ja, da geht jetzt ein bisschen. Hier kommt richtig, ich werde Marco auch gleich mal auf die Camping, auf die Hängematte schicken, damit die uns gleich nicht weggeweht. Falls ihr euch nämlich so fragt, was die Campingküche heute hergibt, heute gibt es Kürbis
und ein bisschen von diesem Bohnen-Maisgemüse, was ich gestern gemacht habe, die Reste habe ich da reingehauen und Nudeln. Das ist schon gekocht und das bestimmt ja knapp.